Ja, mal ganz kurz noch zur Wirecard. Heute scheint es sich ja zum ersten Mal so ein bisschen wieder zu erholen. Hatte noch so eine Kauforder hatte ich gestern noch, wurde nur gestern noch bei 14 Euro irgend sowas ausgelöst. Wenn wir jetzt hier mal schauen auf einen längerfristigeren Chart, dann sehen wir hier definitiv, boah, die ist ganz schön gut runtergebrettert. Da muss man ganz schön weit zurück, wo dieses letzte Mal 14 Euro wert war. Das ist 2012 gewesen. Also bleibt spannend auf jeden Fall, ob das Ding letztendlich pleite geht oder nicht. Ich halte meine Stücke. Wenn sie pleite geht, ist halt pleite, ne? Das ist halt volles Risiko und schauen wir mal. Da wo kein Risiko, da auch kein Return on Invest, ne? Das ist das älteste Lied, was es da draußen gibt. Das sind immer diejenigen, die zum Beispiel, wie ich früher noch gepokert habe, am ganzen Abend lang am Pokertisch gesessen sind und super, also mit null Risiko gespielt haben. Ja, und sozusagen immer nur gewartet haben auf die zwei Asse, das ist die beste Starthand, ja. Und dann haben sie die zwei Asse irgendwann bekommen, nach 3 Stunden sind sie da gesessen und dann wusste jeder, der Typ hatte die Asse und dann hat die Asse gespielt und hat trotzdem verloren, weil jeder wusste, was er hatte. Und ja, also letztendlich, man braucht einen gewissen Riskflow im Leben, um überhaupt irgendwas an Return erwarten zu können. Und ich meine, ja, was soll ich sagen? Ich bin wahrscheinlich jetzt gerade irgendwie so auf dem Break-Even-Point. Wenn ich mal das sozusagen alles zusammenrechne, was ich danach gekauft habe, das hat einen, ja, irgendwie sowas. Die sind heute irgendwie auf 18 Euro gestiegen. Also 25% momentan, sieht man ja hier. Und so gesehen, ja, passt alles. Wir werden sehen, was die Zeit mit sich bringt. Ja, die meisten da draußen sind halt super enttäuscht und das bin ich natürlich auch. Aber ich hatte ja kaum noch welche, ne? Ich hatte ja mal für ein paar tausend Euro welche und wieder verkauft und wieder gekauft, wieder verkauft. Ich habe sie ja so getradet und dann eben vor 2 Wochen verkauft und von daher einfach vom Timing her kann ich mich echt nicht beschweren, ne? War halt auch eher Zufall. Aber auf der anderen Seite habe ich mir eben auch vorgenommen, dass ich eben Aktien massiv reduziere, weil ich meine, schau, was da abgeht momentan, ja. Also in der Wirtschaft größter Shutdown der Weltgeschichte so ungefähr und die Aktien boomen, ja. Also sorry, da habe ich wahrscheinlich bessere Möglichkeiten, mein Geld zu investieren. Es gibt so viele Möglichkeiten, ja. Keine Ahnung, was noch alles, ja. Also irgendwelche digitalen Produkte erstellen oder sonstiges, da wo ich wahrscheinlich mehr Kontrolle drüber habe, als wie dieser Wahnsinn an der Börse, der da momentan stattfindet. Natürlich, die ganzen Aktienkanäle, die werden natürlich nicht dieses sagen. Man merkt es aber halt auch bei vielen, die einfach ständig ihre Meinung ändern, auch die sogenannten Profis, ja, mit ihren 50, 100.000 Followern, Aktienkanäle und teilweise halt sich ständig widersprechen und trotzdem diese Followerschaft haben, die hat einfach brainwashed, ja. Aktien ist das Einzigste im Leben. Und das ist halt einfach das, was ich nie wollte, mit meinem Kanal auch nie erreichen wollte, auch für mich selber nie erreichen wollte. Ich wollte mich nie auf irgendwas festlegen. Und deswegen werde ich wahrscheinlich auch nie 100.000 Follower haben. Das ist mir auch schnuppe scheißegal. Und auf jeden Fall ist es eben so, wie es ist und fertig. Punkt. Ne? Es gibt noch was anderes im Leben als wie ja, Aktien und Börse. Sorry. Also wirklich. Also, ja. Ich finde es halt auch lustig, dass halt manche Leute zum Beispiel, also wirklich super, super, super top irgendwie bezahlte Leute sind da draußen, die irgendwie Aktienfonds haben oder was auch sicher und selber völlig unsicher sind und das aber natürlich nicht zeigen. Aber wenn man genau hinschaut, dann merkt man das schon, ne? Weil sie es halt auch nicht null berechnen können, nichts mehr berechnen können, ja. Die einzigen, die irgendwas noch berechnen können und an denen orientiert sich das gesamte System, das sind diese drei großen Algorithmen, die da momentan sozusagen die Hälfte von dem ganzen Markt beherrschen. Einer davon ist von BlackRock, ja, von diesem Flint, wie der heißt. Und das Ganze ist computergesteuert. Leute, wacht auf, ne? Also die Börse hat sich sowieso geändert ohne Ende in den letzten 20 Jahren.
Nicht mehr das Gleiche. Also bis dann. Bis dann. Tschüss.